Servus Leute, hier ist euer Wandertrang. Heute sind wir hier am Spot und ich möchte heute etwas ausprobieren. Also erstmal nochmal Dankeschön für die vielen liebe Genesungsgrüße an die ganzen Leute, die meinen Kanal zuschauen. Also ich würde sagen, wir schauen uns mal den Spot an. Let's go! Hier sind wir jetzt am Spot. Der eine oder andere wird den Spot vielleicht erkennen. Wir haben mal da drüben auf der anderen Seite gesitzt und haben eine Angel aus Holz gebaut. Aber wir bleiben jetzt hier am Spot, weil hier haben wir eine Fläche, die etwas gerade ist. Da möchte ich etwas aufbauen, etwas testen. Also würde ich sagen, legen wir los. Heute das Thema Moskitonetz. Wollte ich immer mal ausprobieren, jetzt gerade so im Sommer, wenn man am Wasser schläft, viele Stechmücken, auch mal gucken, ob eventuell auch für die Zecken geeignet sind, ob die da auch nicht durchkommen. Ich würde sagen, wir bauen das einfach mal auf und schauen uns das Ganze einfach mal an. Vier Heringe sind fertig. Moskitonetz liegt hier. Würde ich sagen, fangen wir an aufzubauen. Also Paracord ist dran. So sieht die Geschichte aus. So eine kleine rote Öse. Würde ich sagen, fangen wir mal an zu spannen. Hier überall sind diese kleinen rote Ösen. Ich fange mal hier an. Ich mach so mal ein bisschen. Fangen wir mal an. 1. Machen wir die andere Seite zuerst. 3. So, ein bisschen spannen. Nummer 3. Hier Nummer 4. Probieren wir mal, ob wir hier einen Platz finden. So, sieht doch so gar nicht so schlecht aus. So wäre dann die Geschichte. Hier jetzt unten natürlich das komplette Moskitonetz nach innen verlegen, ist ganz klar. So. Jetzt legen wir das Moskitonetz hier rein. Spannen noch etwas. So, das Moskitonetz hier auch, dass wir die Ecke schön zu haben. So. An sich ist die Geschichte
tipptopp. Von der Höhe her reicht es auch definitiv. Hier noch kurz einklappen. So, eingeklappt ist es. Isomatte. Jetzt am Eingang. So. Isomatte passt. Hier unser Eingang. Ein bisschen zumachen. Dann denke ich, dann passt das. Was natürlich gut ist bei diesem Moskitonetz, ist natürlich auch das Packmaß, alles schön klein. Ja. Hier sieht man nochmal die aufgeschnittene Kante. Also mich persönlich, mich stört es jetzt nicht, wenn das jetzt minimal auf ist. Aber natürlich ist klar, das ist natürlich die volle Funktion. Ist nicht gewährleistet, dass man so wenig wie möglich Stechmücken draußen bleiben eben, aber war ein Versuch. Ich sag Daumen nach unten. Für 5 Euro okay. Kann man mitholen. Wenn es kaputt ist, muss man es entsorgen. Fertig, aber Resultat eher Daumen nach unten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Farbe weiß, klar, ist auch doch schon extrem hell im Wald. Ich zeige es euch mal gerade so ein bisschen von Weitem. Hat schon, schon sehr hell. Aber wie gesagt, man muss immer wieder ausprobieren, ausprobieren. Für 5 Euro behalte ich es noch. Wäre es vielleicht einmal, zweimal zum Einsatz bringen. Und wenn nicht, lasse ich mir aus dem Netz was anderes einfallen. Vielleicht kann man was anderes bauen. Für was mit Fische oder. Also, Leute, das war's von eurem Wanderdrang. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie euch sowas gefällt, solche Tests. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ich mehr solche Tests soll mache aus dem Billigdiscounter für outdoor-taugliche Sachen. Könnt ihr ja einfach mal Bescheid sagen. Alles klar, in diesem Sinne, euer Wanderdrang.